Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Spiritfarer. So, ich werde mich jetzt drum kümmern, dass... was mache ich jetzt hier eigentlich? Ah, finde die Partitur. Wer hat den Winter erfunden? Ich glaube das nicht, dass ich dich kenne. Meine Partnerin würde es sich sicherlich gefallen, dass ich mit jemandem Fremden rede. Bitte sprich mich nicht mehr mit mir. Oder höchstens im Geheimen. Okay, ich muss eine Partitur. Ist das nach oben? Partitur. Rede mit der mit dieser Person, Musikfan in Edinburgh Lane. Oh Gott, das ist ja wieder sonst wo. Ja, sind die denn deppert? Muss ich mal eben gucken, was der da will. Grandios. Ah. Aha. Ah, ein geziemt mir nicht. Es geziemt mir nicht, mich als wahren Kenner auszugeben. Aber ich kann dir versichern, dass meine Maschine perfekt gebaut wurde. Du darfst stolz auf dich sein, Skipperin. Nun kannst du mit Leichtigkeit die raffiniertesten Materialien herstellen. Aha. Die Kunst kann endlich voranschreiten. Es müssen natürlich einige Formalitäten berücksichtigt werden. Wie schon erwähnt, ich bin alles andere als ein Fee-Schmied. Aha. Ich kann dir lediglich versichern, dass es alles höchstwahrscheinlich recht unkompliziert sein sollte, Skipperin. Mein Verständnis nach verfügen alle Materialien über spezifische Erhitzungs- und Formbarkeitseigenschaften. Die einen benötigen konstante, wohldosierte Hämmerschläge. Aha. Andere wirst du mit all deiner Kraft zusammenhämmern müssen. Es ist von größter Bedeutsamkeit zu erkennen, wie heiß dein Hammer wird. Aber genug der Reden. Aha. Mach dich ins Werk. Ich werde dich aus sicherer Entfernung von hier drüben aus beobachten. Was frisst denn der? Aha. Ich kann gar nichts machen, weil ich hab nichts da. So, wir werden mal eben pennen. Ich glaube, da kann ich mir mal schnell was zu trinken eingießen. So, Moment.
Ah, ja. Stanley will ja auch noch, dass wir ganz viel rumspielen, ne? Ups. Hummingberg. Da war doch auch irgendwas. Ich muss mal eben gucken, ey. Das ist so viel gerade da in Hummingberg und Furugawa für die Rap-Crew. Ja, dann gehen wir erstmal nach Hummingberg. Erstmal nach Hummingberg. So, dann wollte ich noch mal eben nach Rezepten gucken. Nudelsuppe. Wir brauchen Reismehl. Reis. Kann in der Windmühle zu Reismehl gemahlen werden. Aha. Brauche ich auch noch eine Windmühle? Aluminiumbarren 5 Stück. Natürlich ist das Ding riesengroß. Aber was heißt riesengroß? Aber lang. So. Geht sofort los. Ich muss mal eben ganz kurz gießen hier. Kram, Alter, abarbeiten jetzt, ne? Ich will einmal zur Windmühle. Fertig? Hm?
verstehe noch nicht so ganz. Soll. Weil irgendwie nicht, was ich hier machen soll. Überhaupt nicht. Okay. Einfach nur einstellen oder was? Ey, komm. Ich hab's irgendwie geschafft. Keine Ahnung. Ja, ja, Stella. Ich bin hier auf den Sack. So, Rezept. Nudelsuppe, Reismehl. Was? Eine neue Hip-Hop-Platte? Frisch aus der Presse? Das Wachs ist noch warm? Die muss von den Dice Boys sein. Ich bin Taylor, ich leite das Straßenteam hier in Hummingberg. Wir haben schon eine ganze Weile auf eine neue Single von Dice Boys gewartet. Es gab Gerüchte, dass sie sich auflösen. Gut zu wissen, dass etwas Gutes aus diesen ganzen Aufregungen entstanden ist. Ich werde diese Platten unter die Leute bringen. Danke für deine Hilfe. Du musst ja ein richtiger Fan sein, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ja, Fan. Die Dice Boys sind scheiß Boys, Alter. Das ist mir doch egal. Fertig. So. Und der andere wollte... Pommes. Kartoffel und Fett. Ich habe noch keine Kartoffeln, ne? Nein. Ach, drauf geschissen.
Ich brauche Kartoffeln. Nein, da. So, jetzt müssten wir eigentlich noch nach Fugawa. Ich würde gerne einmal. Ja, Fugawa. Aktuelles Ziel. Da, genau. Zinkbarren 8 Stück. War ich abgelenkt. Jetzt gleich zu Albert. Aufwerten. Mal gucken, was ich als erstes brauche. Bronzeplatte und Kristallplatte. Erstmal machen wir gleich 5 Eisenbarren. Und dann eine Bronzeplatte. Wollen wir nicht rumspielen bei der Arbeit hier? Mm-hmm.
Achso. Am nächsten Tag schon fertig ist. Dann würde ich das da jetzt nämlich gleich nochmal ausgraben. Da. Also, wie viel nochmal? Zwei. Jetzt muss ich nochmal gucken, was ich natürlich für die Bronzeplatte. Zwei Aluminiumbarren noch. Mann. Es gibt jede Menge unterschiedliche Schmiede. Die meisten sind ziemlich beliebt, aber einer nicht. Weißt du welcher? Der Ränkeschmied. Und? Der Dunstklärer. Abgefülltes Ektoplasma haben wir. Silbererz haben wir noch gar nicht. Seidenstoff. Seelenblume noch zwei. Das wird noch ein bisschen dauern. Zink. So. Und jetzt gucken wir mal, wie wir Bronzeplatte herstellen. Was ist das Ding von alleine? Noch eine.
So, können wir mal ein bisschen Kupfer jetzt. Haben wir ein bisschen wenig mittlerweile. So, dann fahren wir mal nach Oxbury, um Giovanni zu Dingens hier, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis denne.